Hi, ich bin Ben. Heute sind wir ich, Bierze. Mit viel Regen wachst du ein bisschen schneller. Wow, hast du das gesehen? Wow! Heute mache ich euch ein leckeres Familienrezept. Augensuppe mit Pilze und Räuchertofu. Wow, siehst du? Das ist am größten. Dieses Rezept ist typisch asiatisch Fischsuppe. Aber heute keine Fisch. Meine Familie ist begeistert von diesem Rezept. So, fangen wir an. Zum Essen ein bisschen Sesamöl in Pfanne. Und Räuchertofu. Scheiben schneiden. Nochmal halbieren, muss nicht so groß. So, die Tofu in die Pfanne geben. Kobau anbraten. Wie soll schön? Tofu in den Teller lassen. Noch ein bisschen Öl dazu. Und aus dem Pilz einfach nur zupfen. Und die Kräuterseitlingen schneide ich ca. 1 cm und raspe einritzen, dass schön aussieht. Alle zusammen in die Pfanne. Weiter mit Tamarind. Pizza und Tamarind zusammen ist leckerer Bouillon-Geschmack. Deswegen mache ich nun mit Wasser abdöschen. Und Zitronenglas klopfen. Das geben. Und Limonenblätter. Noch Salz dazu. Und Schwarzpfeffer. Also lasse ich 10 Minuten kochen. Weiter schneide ich Ingwer zum Essscheiben. Ganz fein Streifen schneiden. Dazu geben. Weiter Tomaten. Würfel schneiden. Tomaten wie lange kochen. Circa 2 Minuten ist genug. Das alles zusammengeben. Weiter. Noni, dieser Geschmack wie Fisch. Sehr lecker und sehr gesund. Nur Streifen schneiden. Nur Hälfte in Suppe geben. Jetzt sehr guter Geruch. Tofu dazu. Und Zitronenglas rausnehmen. Limette rausnehmen. Am Schluss noch ein bisschen Koriander. Jetzt kann man essen. Und ein bisschen Koriander. Ist sehr wichtig wegen Geschmack. Noch ein bisschen Argan dazu. Ich sage dir, wie Geschmack. Das erinnert an meine Heimat. Unglaublich. Sehr lecker!
Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.